Berlin, YouTube-Username Komet Matti, ja, mit meinem zweiten Ü-Ei-Video mit ganz tollen Überraschungseiern. Wir können uns alle wieder unterraschen lassen, was da alles so drin ist. Ihr erinnert euch vielleicht an mein erstes Video. Ich werde zum ersten Mal hier schon mal den Link einblenden, und zwar jetzt. Oh. Da könnt ihr raufklicken, wenn ihr sagt, oh, ich gucke mir jetzt erstmal das erste Ü-Ei-Video an, oder ich mache es auch zum Ende des Videos nochmal, dann könnt ihr da entscheiden. Das ist mein zweites Ü-Ei-Video. Ich habe schon über 560 Videos bei YouTube, Facebook, Twitter, MySpace und so weiter veröffentlicht, aber Ü-Ei-Videos waren bisher nicht so meine... Damit bin ich nicht gerade aufgefallen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich auch nie um diese Ü-Eier gekümmert. So, hier ist nochmal das Schlachtfeld von meinem ersten Ü-Ei-Video. Das ist hier aus der Schlumpf-Serie gewesen, Schlumpf-2-Serie. Heute habe ich was ganz, ganz Besonderes, und zwar für die Mädels unter euch, zum Beispiel Angela Merkel, Westerwelle, wer ist denn noch eine Frau? Ach egal, meine Mutter oder wer auch immer. So, ja, wir erinnern uns, was ich im letzten Video so gezeigt habe. Ich werde euch mal einen ganz kleinen Querschnitt zeigen von dem, was ich in meinen letzten Ü-Ei-Jahren gefunden habe. Und eine kleine Neuerung gegenüber meinem ersten Ü-Ei-Video ist, ich werde die Kamera heranzoomen, damit ihr die Sachen diesmal wirklich besser erkennt. Erstmal, worum geht's? Ich habe, wie gesagt, hier diese ganzen Eier. Moment, da ist ein Küken aus dem Nest geflogen, und zwar in diesen Ü-Eiern. Steht diesmal nicht drin, in jedem siebten Ei ist ein Auto oder sowas, sondern das ist hier für Girls, und zwar aus der Disney-Reihe. Und die werde ich jetzt alle live gleich vor der Kamera auspacken. Ich weiß natürlich nicht drin, was selbst da sein soll drin, also was da drin ist jedenfalls. Bin also selbst genauso unter und überrascht wie ihr auch. Ich zeige euch nur einen kleinen Querschnitt. Wir erinnern uns, alles, was ich aus meinen letzten Ü-Eiern rausgeholt habe. Zum Beispiel den Herrn hier. Ganz spannend fand ich den hier, freigegeben ab 6. Sehr sympathischer Mann. Und die beiden Herrschaften, merkwürdigerweise sogar in einem Ei, und zum Beispiel Ihmchen hier. Na? So, nicht abschalten, es ist natürlich Quatsch gewesen, was ich gerade gesagt habe. Mein erstes Ü-Ei-Video ist absolut seriös und ernst, schaut es euch an, meine ich wirklich so. Das war natürlich jetzt nur ein Spaß. So, ich wollte schon immer gerne mein Publikum fotografieren, genau das werde ich jetzt kurz tun. Moment, also ordentlich hinsetzen, gerade hinsetzen, Nase aus dem Finger und zack, jetzt habe ich euch auch mal fotografiert. Und, oh Mann, das ist ja schon peinlich, wie einige da sitzen. So, jetzt fangen wir an mit dem ersten Ei. So, wir können ja mal, letztens habe ich gesagt, habe ich geschätzt, wie viel Schlümpfe werden in den Eiern drin sein. Jetzt kann man mal überlegen, wie viele Disney-Figuren werden wir haben. Wir haben jetzt also hier 24 noch nicht aufgegessene und ausgepackte Eier. Ich schätze mal, es werden sich 4 Disney-Figuren drin befinden, was immer die auch unter Disney verstehen. Ich weiß nicht, man erinnert sich ja an ganz berühmte Disney-Filme wie Alien 3, Hopper und Hopper oder was gab es denn noch? Terminator 4. Also es gibt sehr, sehr gut. Man fällt mir jetzt ernsthaft mal ein Disney-Schnibbettchen, ne? Zum Beispiel. So, von einem Zuschauer habe ich gelernt, wie man die Eier öffnen kann. Im letzten Video habe ich das in etwa so gemacht. Schaut, da habe ich das einfach so abgezogen und das Papier hier hingeschmissen und dann einfach so mit Gewalt die Schokolade aufgemacht. Ach, seht ihr? Das ist jetzt gar nicht so geplant. Ich weiß nicht, wo ich die Schokolade mache diesmal. Na gut, ich drehe ja sowieso immer in mehreren Einzelteilen. So, wir haben jetzt hier unser erstes
noch nicht geschlüpftes Ei, was ich jetzt vor eurer eigenen Augen auspacken werde. Übrigens werde ich es wie beim letzten Mal schon handhaben. Ich werde die Sachen, die man zusammenarbeiten muss, also zusammenpacken muss, die mache ich dann wieder während den Pausen und zeige euch das zusammen. So, hier diesen Herrn, den hatten wir schon mal, und zwar in meinem ersten Ü-Ei-Video ist dieser Knabe hier schon, wenn es jetzt ein Kerl ist, dabei. Und zwar ist das hier wieder so ein Tuschkasten-Heini. Finde ich ein bisschen schade, weil der ist auch in der Schlumpf-Serie mit dabei. Wir haben wieder die Farben Gelb und Blau oder Gelb und Schwarz. Ja, habe ich ihn zweimal. Aber übrigens, in meinem ersten Ü-Ei-Video konnte man oder kann man immer noch alles gewinnen. Die Schlümpfe, die ich gefunden habe, kann man einzeln gewinnen oder den restlichen Spielkram. Und zwar nicht jetzt jede einzelne Figur, sondern bitte schreibt unter dem Video, dass ihr Interesse habt, entweder an den Schlümpfen oder an den restlichen Spielzeug, und dann gewinnt man das alles komplett. Genauso machen wir das jetzt hier auch. Ihr könnt alles, was ich hier auspacke, gewinnen. Sagen wir mal, ich finde jetzt typische Disney-Figuren, denn das hat ja hier nun, denke ich mal, nichts mit Disney zu tun. Dann könnt ihr die separat gewinnen und alles, das Restliche auch. Und dann schreibt ihr einfach unter dieses Video, ich hätte gerne das. Und dann werden später die Username von YouTube ausgewählt und dann schicke ich das kostenfrei zu euch hin. So, dann habe ich, wie gesagt, einen gesehen, der mir gezeigt hat, wie man es macht. Und zwar, man kann das Ei auch so auseinandernehmen mit Papier, weil hier so eine Naht drin ist. Das wusste ich nicht. Und das hat auch was Hygienisches irgendwie. Weil, ja, bei meinem letzten Überall-Video haben die Leute gefragt, ja, kann ich auch die Schokolade gewinnen? Da habe ich gesagt, Leute, das ist ein bisschen unhygienisch, ja. Aber ich kann sie gerne für euch nochmal ablecken. Vielleicht ist sie dann eben ein bisschen hygienischer. So, oh ja, jetzt wird es langsam ein bisschen enttäuschend und auch langweilig, weil auch diesen Herrn hier oder Frau hatte ich auch bereits schon in meinem ersten Ü-Ei-Video. Das finde ich jetzt ehrlich, also sag mal, das finde ich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen, ach, ist jetzt egal. So, der Herr hier sitzt auf einem, darf nicht zu nah machen, erstmal seht ihr, wie scheiße ich rasiert bin. Der sitzt hier auf einem Baum. So, jetzt muss ich sagen, jetzt breitet sich so ein bisschen Enttäuschung bei mir aus, denn diese beiden Herrschaften habe ich schon in meiner Schlumpf-Serie drin gehabt. Und wenn das jetzt wirklich so ist, dass Schlumpf und Disney im Endeffekt genau dasselbe ist, nur dass manchmal irgendwelche Disney-Sachen bei sind, dann muss ich sagen, finde ich das schon eher enttäuschend. Aber wir gucken, wir haben ja immer noch 22 Eier vor uns. Ich mache das mal so. Ach, egal, packe ich nachher wieder ein. So. Gut, kommen wir zum dritten Ei, bevor ich im zweiten Teil. Ich habe auch von einem gelernt, man kann die Eier auch ganz anders aufmachen, indem man sie einfach zerdrückt. Aber das mache ich nicht. Man soll ja mit Essen und Lebensmitteln nicht herumspielen. Auch ich muss sagen, die Ü-Ei-Sachen sind natürlich eine schöne Sache für Kinder und sogar für Erwachsene, wie ihr seht. Aber insgesamt gesehen muss ich sagen, was da oft drin ist, ist wirklich Schrott und teilweise auch eine Frechheit. Aber manchmal sind auch wirklich schöne Sachen drin. So, dieses Teil hier habe ich auch in meiner vorigen Ü-Ei-Serie, in meinem vorigen Video ausgepackt. Also bis jetzt habe ich hier noch nichts Neues gesehen. Das ist alles schon mal von mir ausgepackt worden. Das ist hier so ein Kreisel, wo man hier zieht und dann dreht er sich. Das der Druck von diesen Videos ist immer, man kann das ja nur ein einziges Mal drehen. Wenn jetzt also irgendwas schief geht, die Kamera war nicht an oder nachher beim Überspielen auf dem Rechner geht irgendwas falsch, man kann die Eier nicht wieder einpacken. So, ich mache noch ein Ei in der Hoffnung, dass jetzt wirklich mal was drin ist, was wir noch nicht hatten. So, Schokolade esse ich mal noch nicht, weil ich habe noch nicht gefrühstückt. So, hoffentlich ist jetzt wirklich mal was drin, was ich noch nicht hatte. Also wirklich hier, wer ist für die Ü-Eier verantwortlich? Ferrero, ganz miese Nummer jetzt. Da sind auch wieder Puzzleteile drin. Und genau das habe ich auch schon in der Schlumpf-Serie drin gehabt. Es ist bis jetzt noch nichts Neues drin gewesen. Auch noch keine Disney-Figur. Aber auch wirklich genau derselbe Kram
wie in der anderen Serie. Gut, das ist vielleicht so, aber wenn jetzt jemand, wenn sich Mädels, das soll ja hier die Mädchenserie sein, weil es hier auch ein bisschen rosa ist, und nur weil Mädchen, ja auch Jungs interessieren sich für Disney, das ist ein bisschen Geldmacherei, finde ich, weil im Endeffekt ist alles dasselbe Gleiche drin. Aber gut, wollen wir nicht so viel meckern, es gucken ja sicherlich auch UI-Fans mit zu und ja, bis gleich im zweiten Teil und dann haben wir noch genau 20 Eier vor uns. Und wehe, da ist nicht mindestens noch ein oder bis vier Disney-Figuren drin. Dann wäre ich echt sauer. So, willkommen zum zweiten Teil. Bisher, was ich ausgepackt habe, war ja eher nicht so dolle. Bevor ich das nächste Ei auspacke, möchte ich jetzt mal eine Lanze erbrechen. Und zwar, ich habe ja schon bis jetzt über fast 1,5 Millionen Zuschauer und Rinnen bisher erreicht mit meinen Videos. Ich möchte mich wirklich mal für die Treue der Zuschauer und Zuschauerinnen bedanken und natürlich auch an die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, zum Beispiel durch die Ü-Eier und sagen, was ist das denn für ein Vogel, kenne ich gar nicht. Schaut mal rein bei meinen Videos. Aber was ich das damit sagen wollte, was immer man auch bei YouTube macht, ohne euch Zuschauer und Zuschauerinnen wäre man ja gar nichts. Also die Zuschauer und Zuschauerinnen sind das Allerwichtigste. Deswegen finde ich es auch wichtig, dass man auf Kommentare antwortet, möglichst, oder eben sich auch um seine Zuschauer und Zuschauerinnen kümmert. So, bei den Mädels war so ein Teil hier mit, was hier so eingeklemmt war. Warum haben die Jungs sowas nicht? Ja, zum Beispiel so ein Bild von, weiß ich nicht, von Arnold Schwarzenegger oder so. Nein, da ist eine Blume bei. So, bis jetzt war ja noch nichts groß zum Zusammenpacken. Und ich erinnere nochmal daran, bis jetzt habe ich noch nichts Neues gehabt. Noch keine Disney-Figur und nichts, was ich nicht schon in der Schlumpf-Serie drin hatte. So, übrigens wusste ich überhaupt gar nicht, dass es auch Ü-Eier gibt für Mädchen. Wir haben jetzt also Jungs, Mädchen. Jetzt fehlen noch Männer, Frauen, ältere Menschen, dick, dünn, ausländisch, deutsch. Was gibt es da noch alles? Also da kann man noch eine ganze Tiere, ja, die freuen sich sicherlich auch. Welcher Hund würde sich jetzt nicht freuen, wenn er sich jetzt darauf stürzt und sagt, oh, was ist denn da drin? Ja, freuen sich ja auch. So, mal schauen, was jetzt drin ist. Bis jetzt bin ich ehrlich gesagt, oh nee, nicht schon wieder so ein Ding. Und ich habe das schon in Rot und ich fand das schon in Rot grauenvoll, weil ich nicht wusste, was das ist. Mist, jetzt weiß ich nicht. Gut, das packe ich zusammen und zeige euch im dritten Teil. Nur so viel, das Teil hier habe ich bereits auch schon. Ich versuche mal zu zoomen, damit ihr diesmal wirklich alles ein bisschen besser seht. Das ist immer die Frage mit unscharf oder nicht unscharf. So, da habe ich schon bereits den roten von und das soll man dann so zusammenarbeiten. Genau diese Figur habe ich bereits auch schon, allerdings in Rot. Also bis jetzt kann ich nur einen auf diesen machen. Daumen runter. An Ferro. Da kann man sich doch ein bisschen mehr ausdenken, wenn man jetzt eine Jung- und eine Mädchenserie macht. Und man macht im Endeffekt genau dasselbe rein, nur dass dann vielleicht irgendwie mal eine Disney-Figur drin ist. Ich weiß ja nicht, was die unter Disney verstehen. Ja, eine Videokassette oder keine Ahnung. Aber Jungs finden ja Disney-Figuren auch nicht schlecht. Und ist das jetzt nur für Jungs oder für Mädchen? Weil das haben sie bei den normalen Eiern ja auch reingemacht. Das ist für mich bis jetzt Geldmacherei. Muss ich ganz ehrlich kritisieren. Obwohl es mir trotzdem Spaß macht. Schokolade schmeckt toll. So, wollen wir mal hoffen, dass jetzt wirklich mal was bei ist, was wir noch nicht gesehen haben. Und ja, ich glaube, jetzt haben wir wirklich mal was, was wir noch nicht vorher gesehen haben. Ich nehme mal an, das hat was mit Disney zu tun. Bin mir jetzt nicht sicher, ihr könnt mich ja mal aufklären. Und tatsächlich im sechsten Ei habe ich jetzt mal was anderes bekommen als bei den anderen Eiern. Und ja, ich weiß nicht, ist das eine Disney-Figur? Eine Schlange, deren... So, also, wir halten fest, wir haben jetzt... Ich habe jetzt 6 Eier aufgemacht und in den 6 Eiern befand sich bisher eine einzige Figur. Wobei, er ist ja völlig staubisch. Eine einzige Figur, die ich in der Schlumpfserie noch nicht hatte und die wahrscheinlich was mit Disney zu tun haben
soll, wird. So, machen wir weiter. Die Spannung ersteigt. So, oh, die Schokolade ist schon lecker, muss ich sagen. Man kann das auch, wie kennt ihr diese Bierwerbung mit diesem... Mal sehen, ob es hier auch funktioniert. Ja, super. Manche werden ja auch richtig verrückt, wenn sie das Geräusch hören. Also hätte ich jetzt das Fenster offen, ich habe es jetzt zu, wir haben draußen Sonnenschein. Hätte ich das jetzt offen, dann würden jetzt Milliarden von Kindern hier reinstürmen. Oh, jetzt endlich, also ganz ehrlich, ich habe das so jetzt ausgepackt, ja, ganz ehrlich. Ich habe wirklich eben einen Schweineschreck gekriegt, Schneewittchen als Magersüchtige. Aber die ist natürlich noch nicht zusammengebaut. Aber was habe ich mich eben erschrocken und denke, mein Gott, was haben sie bloß aus dieser Disney-Tussi gemacht? Das war jetzt ein ganz toll. Wartet, ich zoome noch mal raus. Sorry mit dem Zoom, aber ich wusste mir nicht mehr. So, besser zu helfen. Gut, also da bekommt doch jedes Kind erstmal einen Todesschreck, hat gerade Schneewittchen gesehen und dann kommt die da mit so einem Gerippe raus. Da macht man natürlich auch eine Menge Illusionen mit kaputt. Ich war ja auch mal ein kleinliches Kind und habe natürlich auch im Kino die Disney Bernhard und Bianca und wie heißt das da mit den Hunden, wo die Nudeln die Hunde auffressen oder so. Warte mal. So, jetzt ist die gute Dame. Ich nehme mal an, das wird jetzt meine erste Disney-Figur sein. Wer jetzt sagt, nee, die Schlange ist auch Disney, schreibt es drunter. So. Das ist jetzt meine erste Disney-Figur, denke ich, oder meine zweite. Und das ist Schneewittchen. Wer kennt sie nicht? Wer möchte sie nicht auch gerne mal mit einem Apfel vergiften? So, das ist jetzt die zweite Figur, die ich noch nicht hatte bisher. Und zumindest eine Disney-Figur. Und wer meint, das ist hier auch eine, die Schlange, kann es mir ja schreiben. So, kommen wir jetzt zum achten Ei. Wir haben also immer noch eine Menge Eier vor uns. So. Die Männer sind ja eigentlich immer nur zwei gewohnt. So, wartet mal. So, Achtung, jetzt wird es wieder spannend. Mal sehen, ob das ploppt. Ja, Wahnsinn. So, was ist da drin? Aha, upsala. Aha, aha, aha. Da ist drin, ja, das ist auch was anderes. Muss ich aber zusammenpacken, mache ich dann im dritten Teil. Also haben wir schon zwei Sachen. Weil wenn ich das jetzt vor euren Augen zusammenbauen würde, würde es erstens mal langweilig werden und zweitens würde ich mich schrecklich blamieren. So, es steht natürlich auf diesen Eiern auch immer drauf, dass das jetzt nicht unbedingt für Kinder unter, was steht hier drauf? Wartet mal. Achtung, enthält Spielzeuge, Kleinteile. Also für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren ist das also nichts. Also auch mal weggucken. So, hier haben wir wieder was zusammenpacken. Und ich kann euch schon verraten, dass es wieder was mit Disney zu tun hat. Zeige ich im dritten Teil. So, jetzt wollen wir mal noch was haben, was ich euch jetzt zeige. Ist immer so ein bisschen wie Pickel ausdrücken, finde ich. So. Und wer übrigens denkt, ja, Kinderüberraschungseier ist nur was für Kinder, irrt sich. Ich kenne ganz viele Verwachsene und Erwachsene, die genau sowas auch mögen. Ich zum Beispiel bin jetzt ein neuer Fan geworden. So, diesen Herrn hier habe ich, glaube ich, in der Schlumpfserie auch schon mit dabei gehabt. Bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ihr könnt euch das Video ja jederzeit selbst angucken. Das ist kein Koala-Bär, das ist ein Pantherbär. Sieht ein bisschen aus wie Lakritz. So, ich glaube, ich hatte zwar in diesen Schlumpfeiern eine ganze Menge Pantherbären, aber ich weiß nicht, ich glaube, den hatte ich jetzt so nicht. So, jetzt haben wir ja wenigstens eine Figur gehabt. Machen wir noch schnell ein Ei und dann kommen wir zum dritten Teil. Ihr wollt ja sicherlich auch wissen, was ich dann noch zusammenbauen möchte. Und dann hole ich auch mal ein Schälchen für meine Schokolade. Oh, das hat geklappt. So, was holen wir hier raus? Wieder was zusammenzupacken und auch wieder was, was ich noch nicht hatte. Komm, machen wir noch schnell ein Ei hier. Weil die CD, auf die ich aufnehme, geht genau 15 Minuten lang. Schon wieder was zum Zusammenpacken. Scheint aber auch wieder was zu sein, was ich noch nicht hatte. So, ich muss jetzt 1, 2, 3, 4 Sachen zusammenbauen. Die zeige ich euch gleich im dritten Teil. Ja, bis gleich. So, willkommen im dritten Teil.
Und ich hätte ja so eine kleine Geschäftsidee. Man könnte doch mal die Ü-Eier im Spielzeug verstecken. Ja, man nimmt halt praktisch so eine Figur und macht dort das Ü-Ei rein. Und dann ist man immer gespannt, ja, was kommt denn da raus? Na gut, kann man ja mit bunten Farben machen. Ist natürlich jetzt nicht so originell. So, ich war wieder fleißig. Schnauze! Ich war wieder... Ruhe! Ruhe! So, ich war wieder fleißig. So, zusammengepackt habe ich dieses Teil hier. Und das hatte ich... Da geht's schon los. Das hatte ich auch schon in meinem letzten Ü-Ei-Video auspacken dürfen. Und da fand ich das schon nicht besonders originell. Das ist so ein Männchen. Mag ja lustig sein mit so einem Greifarm hinten. Aber mir geht das ständig auseinander. Gefällt mir überhaupt nicht. Dann hier haben wir wieder eine Disney-Figur. Und Mann, ich komme mit diesem Zoom nicht klar. Sorry, Leute. So, hier müssten wir wieder eine Disney-Figur haben. Ich weiß jetzt gar nicht, aus welchem Film die da kommt. Aber könnt ihr mir ja sagen. So, jetzt haben wir schon zwei oder drei Disney-Figuren. So, und dann haben wir was, was man wirklich jetzt sagen kann, das hat was mit Mädchen zu tun. Ich glaube, sowas würden Jungs jetzt nicht tragen. Was mich so ein bisschen erschreckt, ist die Größe. Also das kann man höchstens als Nasenring tragen, als Ring. Aber wer soll da bitte schön durchkommen? Also ich weiß nicht, was man sich hier gedacht hat. Es könnte natürlich auch sein, dass das eine Haarschleife ist. Aber wer hat so dickes Haar? Also das hier ist ein bisschen merkwürdig. Aber hier könnte man wirklich... Ach so, ist wahrscheinlich zur Musik machen. Hier könnte man sagen, typisch Mädchen. Und dann kommt wirklich was, was ich wirklich total putzig finde. Warum habe ich ihn jetzt zurückgezoomt? Das finde ich jetzt putzig, auch als Mann, junger Mann natürlich. Das sind zwei Häschen. Da könnte man natürlich auch sagen, die kommen aus einer Disney-Serie, weil Häschen machen natürlich in ganz vielen Filmen mit. Guckt euch mal diese beiden an. Und die sind richtig schön knuddelig weich. Da möchte man heute Nacht direkt drauf schlafen. Ja, also, ich halte noch mal kurz fest. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Eier ausgepackt von 24. Darin habe ich bis jetzt 1, 2, 3, 4 Sachen gefunden, die ich in der Schrumpfserie noch nicht so drin hatte. Und, ja, 2 bis 3 Disney-Figuren. Achso, jetzt habe ich doch noch was nicht ausgepackt, aber das mache ich dann im vierten Teil. So, kommen wir zum nächsten Ei. Passt auf und los geht's. Jetzt habe ich immer noch keinen Behälter für die Eier geholt. So, mal sehen, ob es auch wieder ploppt. Mal sehen, Achtung. Was ist das für komisch mit Musik sogar? Ja, jetzt, wie es eben so ist, jetzt habe ich leider, jetzt habe ich mich auch nicht mehr so erschrocken. Ich habe jetzt leider, muss ich sagen, was doppelt. Wie gesagt, die Disney-Figuren könnt ihr alle gewinnen oder das andere Spielzeug. Aber nur entweder oder. Jetzt nicht denken, ihr könnt jetzt alles gewinnen, sondern nur entweder oder. Mensch, also Schneewittchen ist wirklich super, super dünn. Da würde sich Karl Lagerfeld sicherlich riesig freuen. Nicht mal das kriege ich zusammengepackt. So. Jetzt haben wir nämlich nochmal diese Dame hier, die haben wir jetzt ja schon zweimal. Ja, dafür können die ja jetzt nichts. In meinem ersten Ü-Ei-Video habe ich es wirklich geschafft, eigentlich nichts doppelt zu haben. Gut, ich hatte ein paar Sachen, die waren dann mal in Rot, mal in Grün, aber insgesamt gesehen war es sehr abwechslungsreich. Jetzt haben wir schon zweimal Schneewittchen oder es sind zwei Zwillingsschwestern oder eine böse und eine gute, aber auf jeden Fall sind zweimal Schneewittchen. So, machen wir weiter. Also bis jetzt muss ich sagen, hätte das, was hier drin ist, auch in den normalen Eiern drin sein können. Was da jetzt was mit Mädchen zu tun hat, weil in der normalen Ü-Ei-Serie sind ja auch Sachen bei, die sowohl für Jungs oder für Mädchen interessant sind. Es ist bis jetzt immer noch meiner Meinung nach, zum Beispiel so Ringe, Kettchen, das ist so typisch Mädchen vielleicht. Wobei es natürlich auch Jungs gibt, die mit sowas spielen. So, jetzt muss ich sagen, so langsam kommt mir doch meine eigene Galle hoch. Das hatten wir jetzt natürlich auch schon. Also bis jetzt hat mir die erste Ü-Ei-Serie besser gefallen. So, wir haben diesen Kreisel bereits schon gehabt. Der hier ist jetzt in lila. Und ihr
zieht denn da dran und dann drehen sich die Dinge. Ich kann es ja mal vor laufender Kamera versuchen, ob das funktioniert. Pass auf. Dazu, achso, den Tisch seht ihr jetzt nicht, aber ich, na, seht ihr nicht. Ich versuche es trotzdem mal. Na, super, es dreht sich immer noch und immer noch. So, ja, wieder ein bisschen Enttäuschung. Machen wir das nächste Ei. Zeit ist Geld, ihr wisst das. So, mal gucken, was hier drin ist. Achtung. Na, sag mal. Das sind ja also wirklich, und das für Mädchen. So, hier haben wir was drin. Na, sag mal. Ja, ach, wie süß, wie süß. Schaut mal, ist das nicht süß? Das soll wahrscheinlich ein mutiertes Känguru sein mit einem Riesenkopf. Nehme ich mal stark an. Hat jetzt meines Erachtens eigentlich nichts mit Disney zu tun, oder? Ja, aber zumindest nichts Doppeltes hatten wir noch nicht. So, machen wir jetzt das nächste. Sag mal. So, Achtung. Also die Luft ist wirklich zum Zerreißen gespannt. So, Achtung, jetzt machen wir das nächste Ei auf und... Oh, das tat weh. Außen war schlechtes Timing. So, was ist hier drin? Gut, was zusammenpacken, würde ich auch sagen, typisch Mädchen. Zeige ich euch den gleich im vierten Teil. So, Achtung. Also das wird jetzt langsam zur Routine, das Auspacken. Übrigens habe ich die Schokolade von den 24 Eiern von der Schlumpf-Serie, die habe ich wirklich an einem Wochenende weggefressen. Irgendwas haben die da reingemacht, was süchtig macht. Ja gut, ich habe jetzt 50 Kilo zugenommen, aber... So, dieses Teil hier hatten wir auch noch nicht, was immer das auch sein soll. Das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Es ist irgendwas... Hat hier hinten am Hintern was Blaues, oben auch noch, vielleicht hat er zwei Hintern. Und weil ich jetzt natürlich schlau bin, werde ich einfach mal lesen, was da als Beschreibung drin steht, was das nämlich sein soll. Aha. Was hat denn das mit Stiften zu tun? Wartet mal kurz. Nee. Was soll das sein? Also ich zeig's euch mal. Ach so! Echt? Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, tatsächlich. Das hätte ich jetzt so nicht gedacht. Nochmal ranzoomen. Und zwar könnt ihr hiermit malen, was ich jetzt so nicht... Also ohne Anleitung hätte ich jetzt erstmal nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Und damit könnt ihr tatsächlich malen. Ich habe es auch schon ausprobiert, es funktioniert. Kann man auch für Jungs machen, ne? So, nächstes. Oh, das ist hier wieder ein Kalorienschlachtfeld. So, machen wir jetzt das nächste auf. Achtung! Mann, sogar mit Nachhall. Oh, nee! Mann, ey, ja, da falle ich jetzt aber vom Glauben ab. Echt, das ist ja furchterregend. Jetzt ratet mal, was ich jetzt schon wieder gekriegt habe. Ihr werdet das nicht, ich möchte schon gar nicht mehr scrollen, sag ich schon. Schaut euch das mal an. Schon wieder so ein Ding, ja? Das ist jetzt mein dritter in einer Serie. Also insgesamt gesehen bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Aber gut, das ist ja auch der Sinn von Überraschungseier. Man weiß nie, was drin ist. Übrigens, meine anderen Zuschauer und Zuschauerinnen, die mich ja eher in der Game-Szene, also Videospiele, gesehen haben, wissen, ich bin sehr vielseitig. Das heißt, es ist eine logische Konsequenz, dass ich auch solche Videos hier mache. Aber keine Sorge, ich werde jetzt nicht jede Woche ein UI-Video veröffentlichen, sondern jetzt erst wieder, wenn es eine komplett neue Serie gibt. Denn jetzt, das mit dem Mädchen war eher ein Zufall. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier drin ist. Achtung. Gut. Wieder tolles Timing. Wieder was zusammenbasteln und was Doppeltes, was ich schon habe. Das mache ich gleich im vierten Teil. So, machen wir noch eins. Achso, das vergesse ich immer, ne? Das zu machen. Achtung. Na, sag mal. So, hier sind... Achso, das hatte ich auch schon. Das sind so Karten. Bilderkarten. Hatte ich auch schon in der ersten Serie und ich zeige euch jetzt nochmal genau, was das ist hier. So, Achtung. Mal gucken, dass das scharf ist. So, und da könnt ihr originell hinten
die gefundenen Bilder rauflegen. Das hatte ich auch schon in der Schlumpfserie soweit. Man darf es natürlich nicht vergessen, was mich jetzt vielleicht hier gar nicht vom Hocker haut, finden Kinder natürlich cool. So, wir haben jetzt noch 4 noch nicht geöffnete Eier und die werde ich auch traditionell schütteln und die anderen Sachen zusammenpacken. Ich denke mal, der nächste Teil wird dann der letzte soweit. Bis gleich, euer Matti aus Berlin. Nicht abschalten, es geht gleich noch weiter, liebe Kinder und Erwachsene. Willkommen im 4. und wahrscheinlich auch letzten Teil. Ich war wieder fleißig und zwar habe ich hier was, wo ich sage, also zumindest das eine könnte für Mädchen sein. Also alle, oh, da habe ich die Kamera ein bisschen schlecht eingestellt. Für alle Leute, die ein Fahrrad haben, können natürlich hier mit diesem Schloss verhindern, dass das geklaut wird. Und man hat natürlich auch, jetzt zu, man hat natürlich auch gerade fürs Auto eine tolle Wegfahrsperre aus Plastik. So, und das ist jetzt hier nochmal für Mädels. Und da kann ich sagen, okay, wobei natürlich auch Männer oder Kinder, die Jungs manchmal gerne rosa. Das ist das Schloss in rosa, sehr schick. Und dann haben wir hier diese hübsche Figur drin, die aber meines Erachtens auch nicht aus einem Disney-Film kommt. Ich möchte diese Ü-Eier ja auch nicht schlecht machen. Nur manchmal ist es so, dass das schon etwas enttäuschend ist, was dort drin ist. Finde ich jedenfalls. Aber das gehört damit dazu. Das ist wie Lotto spielen. Man weiß natürlich nie, was man bekommt. Und Kinder sehen das natürlich alle nochmal ganz anders. So. Oh. Geht nicht. Mal sehen, ob es nochmal. Oh. Jetzt hat es geklappt. So, was ist drin? Ja, das kann ich euch sofort zeigen. Und zwar ist das das Gegenstück. Ne, ist es gar nicht. Stimmt gar nicht. Häschen und Hunde haben ja nichts. So, hier haben wir jetzt nochmal genauso flauschig wie die Hasen. 2 Hunde. Babys, würde ich mal sagen. Könnt ihr das erkennen? Oder soll ich noch ein bisschen näher ranzoomen? So, schaut mal. Und ihr erinnert euch, wir hatten ja von derselben Sorte schon diese Hasen gehabt. Okay. So. Wo ist der Rest? So, jetzt haben wir noch 3 Eier. Und wir haben jetzt, glaube ich, 3 bis 4 Disney-Figuren gehabt. Jetzt warte ich aber wirklich erstmal eine Weile ab, bis eine komplett neue Ü-Ei-Serie rauskommt, damit ich nicht jetzt auch noch den dritten Tuschbecher da habe und so weiter. Oh Mann, ey. Manchmal geht das. Aha. Tada! So, was haben wir jetzt drin? Jetzt hier ganz fröhlich. So, das ist hier. Ja, dieses Vieh hier hatte ich in einer anderen Form schon mal. Hey, halt, Video geben. Hatte ich in einer anderen Form auch schon in meiner Schlumpfserie drin gehabt. Das ist ein Schnabeltier. Ja. Also manche Sachen hier drin, Spielzeuge nenne ich das mal, haben vielleicht einen Wert von ein paar Cent. Manche sind natürlich schöner gemacht. So, jetzt haben wir noch 2 Eier und jetzt machen wir es mal so, wie es jeder so macht. Als ich das erste Mal im Supermarkt gesehen habe, dachte ich auch, ja. Und es soll ja auch Leute geben, habe ich mir sagen lassen, die das dann eindrücken. Also sagen wir mal, ich drücke das Ei hier ein. Wüsste ich jetzt nicht, was drin ist. Doch, Schokolade und ein gelbes Ei. So, wir machen es wieder auf. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, jede Woche sowas hier machen würde, mit 24 Eiern, dann würde ich wirklich nachher irgendwie 600 oder 700 Kilo sein. Da würde ich gar nicht mehr hier auf die Kamera, das Kamerabild passen. So, Achtung, wir machen wieder was Neues und... Ja, hat geklappt. Was ist da drin? Okay, okay, okay. Ja, da weiß ich wieder nicht so, habe ich was vergessen? Weiß ich jetzt nicht so ganz genau, was das sein soll, aber wir werden uns gleich wieder die Anleitung angucken. So,
ja, gucken wir uns mal die Anleitung an, was da drin sein soll. Und vielleicht ergibt das dann alles Sinn. Also da, da gibt es verschiedene Sachen. Ach so, das ist schon wieder irgendwie was. Ja, weiß nicht, ist das was zum Drehen? Aha, irgendwas zum Drehen, irgendwas mit UFO. Da kann man das noch irgendwie zusammenstecken. Also manchmal, ja, ganz klasse. So, und jetzt kommt das allerletzte ein. Ist da noch eine Disney-Figur drin oder nicht? Und das werden wir jetzt sehen. Machen wir das nicht so spannend. So, jetzt mal gucken. Hm. Achtung. So, gut, das ist noch was zum Zusammenpacken. Da ich jetzt aber keinen weiteren Teil drehe, uppala, werde ich das mal ganz schnell zusammenbasteln, meine ich. Oh, was ist denn das? Ach, das ist ein Strauß. Das ist ein Strauß. Ach, den zeige ich euch mal jetzt hier. Ist der das jetzt hier? Naja, gut, also... Ich packe das mal schnell zusammen. Ihr wisst, packt es schnell zusammen. Was ist denn das für ein Witz? Soll ich denn jetzt das hingeben? Ach, hier. So, also, so sieht der aus, wenn er zusammengepackt wäre. Weil ich möchte jetzt nicht extra nochmal... Oh, das ist aber sehr gelb. Guck mal, da ist das Licht, scheint da ein bisschen gehen. Aber hier ist er auch drauf. Da ist er hier. Seht ihr das? So soll der aussehen. Und jetzt werden natürlich einige sagen, nix da, das baust du zusammen. Und genau deswegen mache ich jetzt eine ganz kurze Pause und dann zeige ich euch, wie der zusammengebaut aussieht. Ich will mich ja vor nichts drücken. So, Tatarchen, fertig bin ich hier mit dem Zusammenbasteln. Habe ein paar Minuten gebraucht. So, da ist er zusammengebaut. Und weil man natürlich mechanisch sein will, kann man den Kopf auch so rausmachen. Und bitte, Kinder. Ach, du Scheiße, ist auseinandergebrochen. Und da auch noch, naja, da das Plastik ist. Ja, also machen wir mal ein Resümee. Insgesamt gesehen bin ich jetzt von der Mädchen-Ü-Ei-Serie Disney ein bisschen enttäuscht. Muss sagen, das hätte man eigentlich alles auch in einer normalen Ü-Ei-Sammlung reinmachen können. Aber gut, ein paar Sachen waren vielleicht bei. Aber ja. So, die Disney-Figuren könnt ihr, wie schon versprochen, gewinnen. Schreibt dann bitte unter dem Video Disney hin. Die könnt ihr gewinnen. Und die anderen Sachen, die Hunde und alles, könnt ihr auch gewinnen. Aber nicht einzeln, sondern alles zusammen. Und ich werde es dann irgendwann auslosen. Natürlich will ich so vielen Leuten wie möglich eine Chance geben. Ja, sollte das Video auch ein Erfolg werden, werde ich weiterhin solche Videos drehen, also auch drehen. Allerdings jetzt erstmal mache ich eine Pause bis zur nächsten wirklich ganz neuen und aufregenden Ü-Ei-Serie. Übrigens, das Ü-Ei, ein Ü-Ei hat mich 62 Cent gekostet statt 65 Cent. Also ungefähr nicht ganz 15 Euro habe ich für 24 Eier ausgegeben, nur für euch. Bis dann, euer Matti aus Berlin und ganz wichtig, bleibt alle gesund. Das meine ich ernst, Freund oder Feind, Kind und was weiß ich, alle bleibt gesund, denn die Gesundheit ist das Allerwichtigste. Bis dann, euer Matti aus Berlin.